Ein Besuch auf der Insel beginnt meist mit einer Fahrt über die Öllandbrücke. Wenn es Herbst wird, wird auch das Wetter auf der sonst so sonnenverwöhnten Insel rauer. Wer es ruhiger mag, für den ist jetzt die beste Reisezeit. Denn das sonst von Touristen förmlich überlaufende Öland kann man nun von seiner ganz natürlichen Seite sehen. An der Küste der 137 Kilometer langen Insel steht an jedem Ende ein Leuchtturm. Im Norden der lange Erik. Die Seefahrt hat hier auf Öland eine lange Tradition und die Leuchttürme sind Spuren davon. Das Fahrwasser vor der Insel ist voller Tücken. Daher gibt es viele Leuchttürme, neben den beiden großen auch viele kleine entlang der Küsten. Auch sie prägen das Landschaftsbild. Bockwindmühlen sind typisch für die Gegend. Heute sind die meisten stillgelegt, aber früher drehten sie sich ganzjährig im Ostseewind. Mühlen waren lange ein wichtiger Bestandteil der Landwirtschaft. Es gab eine Zeit, da stellte sich fast jeder Bauer der Insel eine Windmühle auf den Hof, um damit den Eigenbedarf zu decken. Zu Hochzeiten Mitte des 19. Jahrhunderts gab es auf Öland rund 2000 Mühlen. Besiedelt ist Öland schon seit der Jungsteinzeit. Von den Wikingern zeugen heute noch etliche Runensteine. Schloss Borgholm entstand aus einem Wehrturm des 12. Jahrhunderts und war lange ein wichtiges Bollwerk im Kampf gegen die Dänen. Heute ist es eine Ruine. Gleich nebenan liegt Schloss Sörliden. Es wurde Anfang des 20. Jahrhunderts von der damaligen schwedischen Königin Victoria als Sommerresidenz gebaut, wegen der guten Luft auf Öland. Höhepunkt ist der prächtige Schlossgarten. Der älteste Teil des Schlossgartens besteht aus englischem Park und italienischem Garten. Er wurde ebenfalls von Königin Victoria angelegt. Daneben gibt es noch mehrere neuere Teile. Wir pflegen den Park sehr gründlich, damit er auch in Zukunft so prächtig aussieht wie damals und heute. Bis heute wird die weitläufige Schlossanlage von der schwedischen Königsfamilie als Rückzugsort genutzt. Im Sommer wohnen sie zusammen auf Sörliden. Und feiern dort jedes Jahr im Juli den Geburtstag von Kronprinzessin Victoria. Die königliche Familie verbringt 8 bis 10 Wochen im Jahr auf Sörliden. Das Schloss und Öland sind dann Ausgangspunkt für ihre Aktivitäten. Wir hissen immer die Flagge mit dem Reichswappen, sodass alle wissen, es ist jemand aus der Königsfamilie da. Auch im Herbst ist Sörliden ein beliebtes Ausflugsziel für Besucher, die einmal sehen wollen, wo Carl Gustav, Silvia und Co. den Sommer verbringen. Ich kann mir das schon vorstellen, hier in der Abgeschiedenheit von dem ganzen Trubel mal ein bisschen eine Auszeit zu nehmen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Wenn man Öland liebt, dann führt kein Weg an diesem Schloss vorbei. Man muss es besuchen. Wenn ich ein paar Tage hier bin, dann schaue ich immer wieder mal vorbei, denn dieser Park ist einfach wahnsinnig schön. Wahnsinnig wacker in diesem Park. Eine halbe Stunde weiter südlich liegt das Restaurant Arontorps. Hier gibt es das Leibgericht der Öländer, Kroppkakor. Das sind mit Speck gefüllte Kartoffelklöße. Hunderte werden hier am Tag per Hand zubereitet. In den Klößen befindet sich eine Füllung aus gepökeltem und gewürfeltem Schweinebauch, gewürzt mit Nelkenpfeffer und Zwiebeln. Nach dem Füllen lässt man die Klöße eine Stunde kochen. Serviert werden sie dann mit Butter, Sahne und Preiselbeeren. Genau das Richtige nach einem langen Strandspaziergang. Die Lieblingsinsel der Schweden mit ihrer rauen, aber malerischen Landschaft. Sie ist auch im Herbst eine Reise wert.